Menschen in München wird Ihnen präsentiert von der Lejeune Akademie München. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute werde ich mich mit Baron zu Guttenberg unterhalten. Er ist ein Umweltaktivist und natürlich ein international bekannter Dirigent, aber eben auch der Vater unseres Verteidigungsministers, Karl Theodor zu Guttenberg. Und mit ihm, mit seinem Vater, werde ich jetzt über seine Pläne sprechen, die Erziehung seiner Kinder und vieles mehr. Herr zu Guttenberg, schön, dass Sie in unserem schönen München sind. Herzlich willkommen. Freue mich auch, kalt ist es. Kalt ist es, ne? Aber wir wollten das ja hier am Platzl gemeinsam erleben. Und deshalb lassen Sie uns erst, es gibt ja so viele Bereiche, über die man mit Ihnen sprechen kann, was ja das Reizvolle ist. Aber ich möchte jetzt, also ich will es mal vorwegnehmen, also über Umwelt können wir uns unterhalten. Das ist ein wichtiges Thema für Sie. Musik ist ein wichtiges Thema für Sie. Wichtigste. Das Wichtigste sogar. Naja, für mich persönlich. Das Wichtigste ist die Umwelt, ist klar. Und dann ist natürlich auch Ihr Sohn für uns in Deutschland sehr, sehr wichtig geworden. Aber Sie sind eben durch das, was Sie alles schon gemacht haben, eben ungeheuer etabliert, eben auch im Umweltschutz. Und das machen Sie seit 40 Jahren. Haben Sie das Gefühl, was erreicht zu haben in den letzten 40 Jahren? Das Einzige, was wir erreicht haben, ist, dass die Notwendigkeit von Umweltschutz wahrgenommen wird. Aber wenn man eine Bilanz zieht, was man hätte erreichen müssen, dann wird man nur negativ und pessimistisch. Also es ist viel zu wenig, viel zu wenig. Bis heute, weil, wissen Sie, der jetzt sehr berühmte Wälzer, der das Buch geschrieben hat mit dem Leggevi zusammen, das Ende der Welt, wie wir sie kannten, der hat einen wunderbaren Spruch gemacht, der hat gesagt, solange die Straßenbahn pünktlich ist, solange man seinen Arbeitsplatz hat, solange der Strom in der Dose ist, nimmt man das alles nicht so ernst. Tatsächlich geht es aber aus meiner Sicht wirklich um das Überleben unserer Kinder schon. Also das glaube ich. Also wir erleben ja jetzt gerade im Moment 30 Jahre Grüne Partei. Und die Grünen sind sehr klar in ihren Formulierungen, dass sie diese Gesellschaft schon verändert haben. Sie haben das 10 Jahre früher eigentlich schon in Angriff genommen, dieses Thema. Und wenn Sie sich jetzt angucken, dass nicht nur hier in Deutschland die Grünen über dieses Thema sprechen, sondern die ganze Welt über dieses Thema spricht, dann müssen Sie sich doch eigentlich jetzt wenigstens in diesem Bereich wohlfühlen. Ja, aber es ist zu spät. Wissen Sie, es ist zu spät. Das ist das Problem. Wir sind ja noch vor 6, 7 Jahren, wenn jemand über Klimawandel gesprochen hat, einfach ausgelacht worden. Und wir haben vor 40 Jahren die Dinge erzählt, die jetzt aktuell eingetroffen sind. Da haben die ja gesagt, die sind, selbst der Willy Brandt hat gesagt, naja, die jungen Leute da. So. Und wenn Sie die Grünen sagen, da kriege ich manchmal so einen Hals. Die waren an der Regierung und nicht einmal die haben geschafft, ein Tempolimit reinzubringen. Und wenn ich mir Herrn Fischer anschaue, der hat einfach jeden Tag seine Meinung neu justiert. Und also da, aber das Wort Grün ist wichtig, aber mit Umweltschutz hat das relativ wenig zu tun, was Sie treiben. Beruhigt es Sie mehr, dass ein Umweltminister Söder sagt, er möchte jetzt aus Bayern ein Bioland machen? Naja, das muss man auch differenziert sehen. Beim Umweltminister Söder ist sehr positiv der Kampf um die Donau. Aber dass die jetzt immer noch durch das Isental diese Autobahn bauen, das halte ich für ein ökologisches Verbrechen. Auch ein kulturelles. Also ich finde es hier eine Katastrophe. Trotzdem sind Sie in die CSU eingetreten. Wollen Sie da auch inhaltlich dadurch mehr Einfluss nehmen auf Umweltfragen? Also da muss ich auch was sehr differenziert sagen. Ich bin ja mal ausgetreten und wieder eingetreten bin ich, weil mein Sohn mich mal in einem Bierzelt sitzen hat sehen, wo er eine Rede gehalten hat. Und da haben die mir offiziell einfach so einen Zettel hingelegt. Und da wollte ich ihn nicht desavouieren. Wenn man es aber genau nimmt, ist es gar nicht schlecht, wenn man in einer Partei wieder den Stachel löckt, als von außen. Also das ist ganz, wobei natürlich in der CSU sehr viel Bewegung ist. Ich will das gar nicht jetzt einer CSU oder einer SPD oder den Grünen vorwerfen. Das Problem liegt ganz woanders. Die Menschen
wählen sich leider immer das, womit sie bequem leben. Und das ist das Problem. Ganz wurscht, in welcher Partei sie heute sind, wenn sie die Dinge verlangen würden, die wirklich notwendig sind, um noch möglicherweise was zu bewegen, dann sind sie nach einem halben Jahr wieder weg vom Fenster. Und das ist das Problem. Und deswegen habe ich auch Angst um die Demokratie, für die ich kämpfen würde, weil das Gegenteil von Demokratie ist, ganz wurscht, was es dann ist, ist das Schrecklichste, was es gibt. Auf der anderen Seite sehe ich es noch lange nicht, dass die Menschen wirklich begriffen haben, um was es geht. Aber dadurch, dass jetzt so viel im grünen Bereich eigentlich doch auch gerade in Deutschland passiert ist und Sie ja auch bekannt dafür sind, dass Sie eher ein Pessimist sind, stimmt Sie das nicht auch positiv? Merken Sie nicht selber, dass zwar sehr langsam, aber aufgrund eines beharrlichen, immer wieder Nachkarten dann doch was passiert? Ja, das stimmt mich insofern positiv, weil etwas in Bewegung ist. Aber was mich negativ stimmt, das muss man jetzt umgekehrt sehen, obwohl hier jetzt Schnee liegt. Wir reden dauernd von 2 Grad Erwärmung. Ja? Davon wird geredet. Das, was die jetzt stattfinden, 0,7, 0,8 schon bringen, und zwar das absolut sichere Abschmelzen der Grönlandkappe. Das heißt, dass in 15 bis 20 Jahren 1,4 Milliarden Menschen heimatlos sind. Und wissen Sie, die kommen nicht mit TUI oder mit Neckermann. Und das ist nicht mehr, das ist irreversibel, das ist nicht mehr stoppbar. Und das sind, verstehen Sie, dass die Menschen langsam, ganz langsam aufwachen. Aber nehmen Sie mal sowas wie die Abwrackprämie, nehmen Sie das. Warum hat man die nicht so gemacht, dass man sagt, aber nur die ökologisch gute Autos kaufen? Für die, da hätte man vielleicht eine Kurve kriegen können. Nein, ist nicht passiert. Und die Industrie wehrt sich immer noch. Wir bauen immer auf Wachstum. Also es gibt ja kaum Politiker, die dieses Thema Wachstum nicht als Grundvoraussetzung auch für Wohlstand für sich in Anspruch nehmen und deshalb das auch propagieren. Halten Sie es für realistisch, dass man dieses Thema Wachstum auch wieder in irgendeiner Weise zurückfahren kann? Das ist ja das Problem. Ich halte es nicht für realistisch, aber für absolut notwendig. Mhm. Denn wissen Sie, Wachstum hat ja auch die andere Seite der Medaille. Da wachsen ja auch andere Dinge. Es wächst das Aussterben der Arten. Es wächst der Meeresspiegel. Verstehen Sie, was alles kaputt geht durch dieses Wachstum, wird irgendwann unsere Wurzeln zerstören. Weil wir dürfen nicht vergessen, wir sind ja auch nur eine Art. Und dem Globus ist das ja wurscht. Aber wir leben in einem für uns maßgeschneiderten Ökosystem. Und um das geht es. Diese Sprüche, es waren ja schon mal Eiszeiten da, es war auch schon viel mehr heißer als jetzt. Das stimmt ja alles. Nur sind ja dann auch die Arten immer draufgegangen und es ist was Neues passiert. Und wir brauchen unser Ökosystem. Sonst können wir nicht leben. Und das wird noch nicht begriffen. Aber Sie gehen schon davon aus, dass es noch begriffen werden könnte und dass dann auch die Rettung nicht unbedingt zu spät sein muss für die Menschheit. Denn ich meine, die Menschheit hat sich ja eigentlich immer dann, wenn es richtig eng wurde, zu helfen gewusst. Das glaube ich eben nicht. Das glaube ich nicht, sonst wären wir ja nicht da, wo wir sind. Ich glaube nicht. Ich glaube im Gegenteil. Ich glaube, dass die Menschheit sehr genau gewusst hat, dass sie, wie der Konrad Lorenz das mal gesagt hat, eine Sackgasse der Schöpfung ist. Sonst gäbe es nicht das Bild der Apokalypse, es gäbe nicht den Turmbau zu Babel, es gäbe nicht das Bild der Sintflut und so weiter. Ich glaube... Sie haben das Wort Apokalypse jetzt selber in den Mund genommen. Ihr Sohn, das wissen Sie auch, hat Sie mal Apokalyptiker genannt. Ja. Wenn Sie ein Apokalyptiker sind, dann und auch selber, ich meine, Sie haben auch noch ganz junge Kinder, dann wo sehen Sie die Perspektive dann? Ja, das ist mein großes Problem. Ich bin oft schlaflos wegen meiner Kinder und wegen meiner Enkel. Da ist man natürlich zerrissen, weil es liegt natürlich im Wesen des Menschen, dass er auch eine Familie hat. Aber das bringt mich oft an die Grenzen meiner Existenz, diese Angst, die ich vor der Zukunft habe. Und ich würde jetzt meinem Sohn frech antworten, wir wetzen uns immer gegenseitig die Zungen, weil wir uns heiß lieben. Apokalyptiker sind eigentlich die Apokalypse herstellen, nicht die vor ihr warnen. Verstehen Sie? Das kann man auch anders sehen. Das kann man auch anders sehen, aber es... Schauen Sie mal, der Chef, Entschuldigung, das sage ich, der Chef der BASF, der Name fällt mir gerade nicht so ein,
der hat noch öffentlich vor 2 Jahren, glaube ich, die Kanzlerin öffentlich im Spiegel angegriffen in einem Interview und die ganze Thema Klimawandel als dummes Zeug bezeichnet. Also das muss man sich mal vorstellen, das sind ja die Leute, die immer noch an den Hebeln sitzen. Und das macht, das ist das die große Sorge und die Angst, dass da eben das Umdenken einfach zu spät da ist. Und schauen Sie mal, die Generation, meine Generation, also Sie sind ja jünger als ich, aber in der Generation ging es ja schon, da hat man gesagt, wo waren eigentlich unsere Eltern in der Nazizeit? Was glauben Sie, was unsere Kinder und Enkel sagen werden? Wir können nur unter schrecklichen Umständen oder in Kriegen, Ressourcenkriegen leben, nur für euer Wohlleben, was ihr geführt habt. Und es gibt ja in der Bibel diesen wunderbaren Satz von Christus am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir wissen ja, was wir tun. Die Bibliotheken sind voll mit den wissenschaftlichen Büchern, mit allem. Jeder könnte es haben, die Politiker könnten es alle wissen oder wissen es auch. Und es wird trotzdem immer nur nach Quoten geschaut. Aber wenn Sie jetzt, sagen wir mal, Umweltminister wären oder sagen wir sogar Kanzler wären, wo würden Sie denn jetzt ansetzen? Weil Apokalyptiker, so im Sinne, wie es Ihr Sohn versteht, heißt ja, Sie sehen den Abgrund und man kann überhaupt nichts mehr tun. Das Ganze, unser Planet fliegt uns um die Ohren. Das glaube ich, ja. Das glaube ich. Aber Sie müssen doch mit diesem, also wenn Sie das glauben, wo ist denn dann Ihre Hoffnung? Warum sind Sie dann noch hier? Naja, das würde ich jetzt, so kann ich das sicher nicht beantworten. Das muss ich mit einem Lutherspruch beantworten. Martin Luther stand in einem Garten und hat ein Apfelbäumchen gepflanzt. Da ist ein Schüler von ihm vorbeigekommen und hat gesagt, Meister, was würdest du tun, wenn morgen die Welt unterginge? Er hat gesagt, Apfelbäumchen weiterpflanzen, das müssen wir ja tun. Und ich meine, es haben ja genug Menschen zum Beispiel in den KZs, wo auch keine Hoffnungen waren, trotzdem gelebt. Also das ist ja... Und das haben, der eine oder andere hat dann aber auch überlebt, aufgrund von unglaublichen... Ja, aber da hat mir ein, ich war sehr befreundet, da ist Ihnen vielleicht ein Begriff, der Joseph Rovan, ein deutsch-französischer Jude, der nach dem KZ, nach Dachau, mit de Gaulle zusammen die deutsch-französische Freundschaft aufgebaut hat, mhm. Der ökologisch genauso gedacht hat wie ich, könnte mein Vater sein, der war im KZ und der hat gesagt, der Unterschied zu heute ist folgender. Wir haben im KZ für uns persönlich überhaupt keine Hoffnung gehabt. Jeder Tag war so, dass man gesagt hat, ob man überlebt, möglicherweise eben eher die Chance, nicht zu überleben, war größer, als ihn zu überleben. Aber sie hatten eine pauschale Hoffnung. Die Hoffnung war die, dass auf jeden Fall dieses System kaputt geht. Dass der Hitler, egal, die Amerikaner, die Russen, die Alliierten, da waren sich alle einig. Und das hat eine Hoffnung gegeben, nicht für sich, sondern für die Generation. Und er hat immer gesagt, der Unterschied zu jetzt ist genau umgekehrt. Wir sitzen wie die Maden im Speck, uns geht's wahnsinnig gut und wir verspielen die Zukunft unserer Kinder und Enkel. Das ist eine ganz unterschiedliche und wirklich, das macht mich krank. Ja. Würden Sie dann in der letzten Konsequenz eigentlich der jetzigen Generation sagen, kriegt keine Kinder, weil es in der Apokalypse endet? Das würde ich nicht sagen, weil ich selber ja Kinder habe, verstehen Sie, und uns einfach zum tief menschlichen. Aber das ist, ja, sagen wir es mal so, es ist eine Antwort, die ich nicht geben kann. Die überschreitet meine Fähigkeit, eine Antwort zu geben. Denn im Grunde genommen habe ich wirklich, ich glaube, dass das, was auf die Generation unserer spätestens Enkel zukommt, dass da der Zweite Weltkrieg ein Spaziergang wird. Er ist dagegen, das glaube ich, weil es ja wirklich global knallt. Und die Ressourcen und die Lebensräume, die schrumpfen ja unglaublich zusammen. Also das ist wirklich ehrlich meine Meinung. Und es wird ja einem oft vorgeworfen, der Lobbyist vor der Umwelt. Ja, natürlich, ich bin der Lobbyist meiner Enkel, meiner Kinder. Und noch vor 20 Jahren hätten noch wirklich...
gut, es stimmt schon, 2 Grad, die werden irgendwie lebbar sein, aber nicht so, wie wir uns das jetzt vorstellen oder wie wir das jetzt kennen. Das ganz sicher nicht. Aber wenn ich, eins muss ich ganz wichtig sagen, ganz wichtig, was ja nie gesprochen wird, wenn das ganze Methangas in die Luft geht, was jetzt durch das Schmelzen des Permafrostes in der Tundra und der Taiga schon passiert, dann sind wir bei 6-7 Grad, dann ist aus. Herr Baron Gutenberg, mal eine grundsätzliche Frage. Wenn ich mir den Adel in Deutschland angucke und die bürgerliche Seite in unserem Land, dann würde es mich schon mal interessieren, aus Ihrem Munde zu hören, worin unterscheiden sich diese beiden gesellschaftlichen Modelle? Ich glaube, sehr viel weniger, als Sie glauben. Also das, was vielleicht in unseren Familien tatsächlich ein Unterschied ist, das einfach deswegen, dass es Archive gibt und dass man, wir haben ja alle gleich lange Stammbäume, weil man ist ja immer in den sogenannten aristokratischen Familien, ist man immer sozusagen stolz auf seinen großen Stamm, also einen Quatsch hat ja jeder. Nur den Unterschied ist, dass wir es meistens archiviert haben, lesen können, wissen, die Familie wird bis, was weiß ich, in unserem Fall bis ins frühe Mittelalter kann man genau verfolgen, wo die waren, immer in Gutenberg, immer erst ursprünglich in der Plaschenburg. Und dadurch ergibt sich natürlich, dass man versucht wiederum, zumindest den positiven Seiten der Generationen einigermaßen gerecht zu werden. Und daraus ergibt sich dann manchmal eine Erziehung, die in eine gewisse Richtung geht. Das ist aber bei einer guten Bauernfamilie genauso. Und was ich oft festgestellt habe, es gibt ja auch richtige Arbeiteraristokratie, wunderbare Leute. Herbert Wehner zum Beispiel kam aus der Arbeiterbewegung. Und er war ja einer der besten Freunde meines Vaters zum Beispiel, der ja auch Politiker war. Und die, wenn die uns sich unterhalten haben, die sind zwar aus völlig 2 verschiedenen Lagern gekommen, aber die waren in ihrer Ethik völlig deckungsgleich. Haben Sie das Gefühl, dass wenn Sie so die gesellschaftliche Diskussion in unserem Land über die letzten Jahrzehnte verfolgen und man sich den Adel anschaut, dass sich der Adel heute nicht mehr so viel rechtfertigen muss, wie es, ich sage mal, vielleicht in den 60er und 70er Jahren gewesen ist, dass sie es heute leichter haben? Ich sehe das überhaupt nicht so problematisch, wie Sie es jetzt sagen. Ich meine, da gibt es so ein paar Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt unseren Familien nutzen. Ich sage jetzt mal vorsichtig, ein Vertreter des Hauses Hannover zum Beispiel, da würde ich mich jetzt nicht direkt damit identifizieren wollen. Der jetzt aber, gerade in Asien baden gegangen ist. Sozusagen. Ja, was auch immer. Also um es ganz offen zu sagen, man soll sowas nicht hochspielen. Es gibt verschiedene Sorten von Lebensformen und da hat jeder seine Berechtigung, um Gottes Willen. Und gar keinen Grund hat man als Aristokrat seine Nase hochzutragen. Da gibt es überhaupt keine Begründung. Ja, genau. Aber wo kann denn eine gesellschaftliche Gruppe vom Adel profitieren? Was ist denn der Nutzen des Adels für die Gesellschaft? Den kann ich jetzt so direkt gar nicht mehr so sehen. Sagen wir mal, was in unseren Familien einigermaßen zurückverfolgbar ist, ist, dass der Adel sonst wäre es nicht, hat viele Jahrhunderte einfach Verantwortung getragen. Politische Verantwortung. Ob gut oder schlecht, da kann man jetzt drüber diskutieren. Mal gut, mal schlecht. Und was in diesen Familien gemacht worden ist, zumindest habe ich das am eigenen Leib erfahren, man ist immer wieder hinerzogen worden, Verantwortung zu tragen. So wie ein Bauer dazu erzogen wird, für seinen Hof gerade zu stehen. Und das zum Beispiel ist etwas, was bei vielen Familien von uns noch sichtbar ist. Aber auch das würde ich nicht mehr pauschalieren. Man kennt diese Formulierung von Ihnen und die ist mir wirklich also auch haften geblieben. Dieses Zitat, man muss für seine Überzeugung dann auch mal sterben. Können. Ja, das hat aber mit Aristokratie gar nichts zu tun, sondern das ist die spezifische Erziehung meines Großvaters und Vaters, also Großvater mütterlicherseits und Großvater väterlicher einfach von den Erzählungen und vor allem meines Vaters. Die Familie war im Hitlerwiderstand und mein Vater zum Beispiel hat als 18-Jähriger hätte er ein Erschießungskommando zusammenstellen sollen,
Die waren in Polen, bei Polenfeldzug, und da ist hinterher die grauenhafte SS gewesen und hat das Land judenrein gemacht. Und mein Vater war junger Offizier bei der normalen Kavallerie. Und man hat ihn einfach rausgesucht und gesagt, du sollst jetzt ein Judenerschießungskommando auf die Beine stellen. Und mein Vater hat damals gesagt, er schösse eher auf einen SS-Mann als auf einen Juden und hat damit sein Leben riskiert. Ist durch Zufall war ein anderer Offizier, der ihn dann vor das Kriegsgericht gestellt hat. Der hat ihn dann, weil er ihn kannte, irgendwie nochmal zum Beispiel. Und sein Onkel ist hingerichtet worden. Mein Großvater Gutenberg ist auf mysteriöse Weise umgekommen. Und für uns Kinder war das einfach ständig ein Thema. Weil, ich schaue Sie, wenn Sie 46 geboren sind, war 2 Jahre vorher das Hitler-Attentat. Also das war für unsere ganze Jugend war geprägt vom Hitler-Widerstand. Und da ist das immer entstanden. Mein Vater hat immer gesagt, Kinder, für das, was man für richtig hält, das muss man auf jeden Fall durchstehen. Wenn nötig, mit dem Leben bezahlen. Es gibt ja aber das hat mit Aristokratie nichts zu tun, das haben andere auch getan. Schon, aber es wird immer wiederholt und auch herausgestrichen, dass der deutsche Adel wenigstens versucht hat, Hitler durch ein Attentat zu töten. Dann kommt aber auf der anderen Seite... Hat es viele andere auch gegeben. Ein Vorwurf, oder der eben dieser Generation grundsätzlich anhaftet, ist, das kam so spät. Haben Sie sich in Ihrer Gesellschaft mal Gedanken darüber gemacht, warum der Adel... Ja, das kann ich Ihnen sagen. Also so pauschal kann man das nicht, es haben ja nicht Sie gesagt, dass es zu spät kam, das Attentat kam zu spät. Aber ich kann nachweisen, dass mein Großvater schon 1936, also im Olympiadejahr, schon Hitlerwiderstand organisiert hat. Mhm. Wo die das Problem hatten, das waren also zumindest der Kreis um Stauffenberg und um meinen Großvater rum und um die, das waren alles bekennende Katholiken. Und die hatten ein Riesenproblem, darf ich jemanden umbringen und sei es einen Diktator? Da gibt es riesen Briefwechsel drüber. Und solche Dinge kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und da ärgere ich mich dann schon über irgendwelche Linksintellektuellen, die dann sagen, die waren viel zu spät. Ich kann nur sagen, die haben es wenigstens versucht. Selbst wenn sie es aus christlichen Gründen nicht gleich zur Potte kamen und dann vergessen sie bitte nicht. Es hat jeder ja nicht nur sein Leben riskiert, sondern das Leben seiner Frau, seiner Kinder und so weiter. Also das waren schon Entscheidungen. Aber ich weiß nicht, ob Vorbilder, das Wort Vorbild finde ich falsch, aber dass das zumindest Leben sind, die nachahmenswürdig wären, dass man wirklich nicht nur sich selber, sondern doch das Allgemeinwohl im Kopf hat, das ist schon wichtig. Dies für seine Überzeugung sterben können? Ob man es kann, ist eine andere Frage. Wollte ich gerade mal so gestellt haben. Ja, ob man es kann, es hat... geht schon damit los, der eine hält Folter aus, der andere nicht. Also da kann man nur spekulieren. Ich wüsste auch gar nicht, ob ich es könnte. Ich sage nur, wir sind so erzogen worden. Das heißt, dass man wenigstens in den paar... Schauen Sie mal, wenn ich eine Umweltrede halte vor einem Konzert, dann heißt es oft, mutiger Mann, ja, der Schmarrn, wo ist der Mut? Aber es ist eigentlich schrecklich, dass wir in einer Zeit leben, dass wenn man ein bisschen was anders sagt, als die Gesellschaft denkt, gilt man schon als mutig. Ja, um Gottes Willen, wo bleibt man dann, wenn man so denkt, wenn es wirklich eng wird? Ich würde diesen Mut gerne mal eben aufnehmen und mal ich halte es nicht für mutig. Ja, aber auf jeden Fall machen Sie es. Und einige halten es für mutig, andere halten es nicht für mutig. Aber man weiß eben auch, dass Sie eine finanzielle Unabhängigkeit leben können. Ist das die Voraussetzung, um mutig zu sein? Wenn das so wäre, das wäre ja eine Katastrophe. Dass die finanziell unabhängig sind, bitte noch ein bisschen mehr sich öffentlich hinstellen und ihre wahre Meinung sagen sollten, da sind wir sicher einig. Aber mein Vater, der für mich in vielen Dingen wirklich wegweisend war, hat immer gesagt, die Leistung von einem Menschen, der in Abhängigkeit ist, der ein Angestellter ist oder ein Arbeiter ist und der möglicherweise seinen Job verliert, nur weil er seine Meinung sagt, vor dem muss man eine riesen, riesen Achtung haben und die habe ich auch. Und ich sage, wenn man schon das Glück hat, dass man finanziell relativ unabhängig ist, dann ist es eigentlich erste Pflicht, nichts sich zu adaptieren, sondern wirklich das, was man denkt, zu sagen. Und das fehlt mir. Diese Zivilcourage fehlt mir bei vielen Menschen. Ja.
auch in der Politik, vielleicht hier und dort, aber weil man eben, wenn man an diesen Punkt kommt, dann, wenn man nicht finanziell unabhängig ist, in diesen Abgrund fällt. Also viele Politiker haben ja keine Alternative, weil sie, ich sage ja, viele, aber es gibt natürlich... Aber, das ist aber eine gefährliche Sache. Schauen Sie, da kann man eine Formel finden. Die Formel heißt für mich, egal jetzt, wer, was einer politisch denkt, der geht jetzt in eine Partei, ja, um das, was er denkt, durchzubringen. Jetzt merkt er, dass er damit möglicherweise den Quoten nicht entspricht. Verrät dadurch den Grund, warum er eigentlich macht. Weil ist ja klar, wenn ich was durchsetzen will, brauche ich Macht. Dann gehe ich in eine Partei oder und mache das. Jetzt merke ich aber, die Wähler sehen das aber anders. Und schon ändert er seine Strategie und seine Meinung. Und hat plötzlich um des Machterhaltes willen seine Meinung geändert. Dann frage ich mich aber, für was braucht er dann noch Macht? Und das ist das Problem, mit dem wir eigentlich täglich zu tun haben. Baron Guttenberg, Sie haben angesprochen, dass Religion also auch in Ihrer Familie eine Rolle spielt. Können Sie mir mal verraten, welche? Weil ich finde das schon interessant, das irgendwie in Relation zu stellen zu dem, was wir am Anfang der Sendung besprochen haben, Ihr Umweltbewusstsein und doch dieses Nicht-Glauben, dass die Welt noch zu retten ist und auf der anderen Seite der gläubige Aspekt bei Ihnen in der Familie. Also ich glaube zum Beispiel, dass es im Unterbewusstsein der Menschen immer war, das haben wir aber, glaube ich, vorhin schon besprochen, dass diese Welt eine Endlichkeit hat. Daher gibt es das jüngste Gericht. In unserer Religion, in anderen Religionen gibt es andere Formen. Es gibt die Apokalypse, nicht nur in der christlichen Religion. Aber ich habe zwei ambivalente Verhältnisse zur christlichen Religion. Ich liebe sie über alles. Ich liebe das Neue Testament und schon deswegen, weil ich kenne keine Religion, auch nicht den Islam, der ja sehr ähnlich ist, wo das erste Gebot die Liebe ist, über allem steht. Also das Christ, im Gegensatz zum Alten Testament, ist die christliche Religion geprägt von der Liebe. Vater, verzeih ihnen, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also das ist der schönste Satz, den es gibt. Und wenn man einigermaßen versuchen könnte, in diese Richtung zu leben, das wäre großartig. Also ich rede jetzt nicht vom Bodenpersonal vom lieben Gott, aber ich liebe das Neue Testament als Wegmarke. Aber das kommt ja auch irgendwie vom Bodenpersonal, dieses Buch ist ja dann... Ja, ich habe auch nichts gegen das Bodenpersonal, nur das sind halt genau solche Menschen, nein, wie Sie und ich, also die sind genauso fehlbar und so ist es halt. Ja. Nein, ich rede nur von, es gibt ja verschiedene Religionen und die Idee, dass man den Nächsten zu lieben hat wie sich selbst. Und wenn man dann noch weiß, dass im Hebräischen das Wort erkennen und lieben das Gleiche ist, das heißt, wenn ich mich wirklich erkannt habe, weiß, wer ich bin mit allen meinen Fehlern, dann bin ich auch bereit, sie zu erkennen und anzunehmen mit allen ihren Fehlern und dann kann man lieben. Verstehen Sie? Das ist, finde ich, etwas wahnsinnig Großartiges an dieser Religion. Und dann dürfen Sie nicht vergessen, wir sind, und da können wir uns auf den Kopf stellen, das christliche Abendland. Wir sind von dieser Religion, sind wir zumindest seit dem Jahr 800 ungefähr, ist dieses Europa davon geprägt. Und das kann man nicht einfach über Bord werfen. Mit seinen Stärken und Schwächen. Ja, mit allen Schwächen. Mit allen Stärken und Schwächen. Und die Schwächen sind, weiß Gott, groß genug. Ob ich persönlich jetzt an einen Gott glauben kann oder an ein Leben nach dem Tod, das ist eine andere Frage. Das kann ich zum Beispiel nicht mehr. Aber deswegen finde ich trotzdem diese Botschaft großartig. Sie sind ja zu seinem Stellvertreter hier auf Erden gegangen. Da war er es zwar noch nicht, der Herr Ratzinger, aber jetzt ist er Papst in Rom. Und das finde ich insofern interessant, weil Sie hatten ein tiefes Anliegen, eben Ihr Umweltanliegen. Ach, das meinen Sie, ja. Das und sind zu dem Papst, ja. Also nicht, sind zu Herrn Ratzinger gegangen, zu dem Kardinal? Der war damals Kardinal, ich war damals sozusagen von den Umweltschützern der Quotenkatholik. Da war damals Bernhard Schimek dabei, der Herbert Kruhl dabei, der Hubert Weinzierl. Gott sei Dank ist diese Geschichte auch in beiden Biografien niedergelegt, sonst, Gott sei Dank. Und da sind wir hin. Also Jimmick und
und hat auch gesagt, dass er dort gewesen ist mit Ihnen. Ja, ja, und auch ja. Und bei Hubert Weinzell auch in seiner Autobiografie und beim Schimek. Und auch was der Ratzinger, der Kardinal Ratzinger dann gesagt hat, das Problem war, es war in der ganz frühen Zeit vom BUND, wo ich damals im Vorstand war. Und da hat die muss man sagen, Bund Naturschutz und Umwelt und Naturschutz Deutschland. Mhm. Und es war eben auf Bundesrepublik. Und ich war damals auch Sprecher vom Wissenschaftlichen Beirat. Und damals hat die evangelische Kirche den Pfarrer Oeser, hieß der, das war der Umweltbeauftragte der evangelischen Kirche. Und wir wollten unbedingt, dass die katholische Kirche auch einen Umweltbeauftragten macht. Und unsere Idee war, die haben wir auch dem Kardinal dann gesagt, die Kirchen, beide Kirchen, haben ja unglaublich viel auf sozialem Gebiet geleistet. Miserior, Brot für die Welt und was es alles gibt, Caritas. Und dann haben wir gesagt, und jetzt ist es an der Zeit, dass man die Schöpfung, weil es im Alten Testament auch steht, nicht nur mach sie dir untertan, sondern man soll den Garten auch bewahren. So steht das in der Genesis. Und damit sind wir zum Kardinal und haben gesagt, wir wollen ihn bitten, dass die katholische Kirche sich jetzt dieser Dinge annimmt. Und da sind wir richtig abgefahren. Also da hat damals der Kardinal gesagt, wir haben den Galileo Galilei noch in den Knochen und die Kirche hat sich nicht um Politik zu kümmern und sie wollen damit nichts zu tun haben. Und da sind wir sehr deprimiert weg, denn pars pro toto, wenn der Kardinal da das durchgezogen hätte, hätte es vielleicht auch in der CSU oder in der CDU oder auch in der SPD, die damals auch sehr kritisch war im Umweltschutz gegenüber, mehr Bewegung gegeben. Wie muss man sich das vorstellen? Da sind Sie zum Kardinal gegangen und Sie saßen, so wie wir jetzt hier, am runden Tisch und er hat sich Ihr Anliegen angehört und gesagt, Sie sind auf der falschen Schiene. Nein, das hat er nicht gesagt. Nicht, dass wir auf der falschen Schiene sind, sondern die Kirche hat sich um andere Dinge zu kümmern. Wäre im Programm der katholischen Kirche, hätte das keinen Platz. Jetzt sieht er das anders. Und ich nehme ihm das gar nicht übel. Ich sage nur, es war typisch für die Zeit. Wenn damals die Leute so, und das auf Ihre Frage von vorhin, wenn damals die Leute die Weichen umgestellt hätten, dann wären auch die Probleme jetzt nicht so groß und vor allem wären die Anstrengungen auch nicht so hoch, noch das Schiff rumzureißen, was ich eben nicht glaube, dass es noch möglich ist. Aber letztlich, mein Sohn zum Beispiel, der Politiker, der sagt, das kriegen wir schon in den Griff. Ich kann nur darum beten. Ich sehe es nur nicht. Würden Sie ihn lieber als Umweltminister sehen? Ach, wissen Sie, das ist eigentlich wurscht. Menschen, die zumindest versuchen, sich nicht zu verraten und ehrlich zu sein, sind in jedem Ministerium am richtigen Platz. Ich stelle mir das vor, Sie sind ja nun auch in diese Rolle des Vaters, des Ministers geraten. Wenn er also diese Flüge da nach Afghanistan macht oder so, das muss Sie doch einfach auch als Vater beunruhigen, oder? Jein. Sagen wir mal, der Adrenalinspiegel, wenn ein Sohn so in der Öffentlichkeit ist, der geht dauernd mit. Aber es ist doch klar, dass sowas zur Verantwortung gehört. Und nein, das beunruhigt mich eigentlich. Nichts würde mich beunruhigen, wenn er nicht hinfährt. Das gehört zu seinen Pflichten. Und seine Pflicht zu erfüllen, das muss man in jeden Umständen der Welt eben tun. Da habe ich kein Problem. Und er meldet sich dann irgendwie, wenn er wieder rausgeht, denn das letzte Mal oder das vorletzte Mal wurde auf ihn geschossen und als er im Hubschrauber war. Ja, schon. Aber wir sind, das hat mit unserer Familiengeschichte zu tun, wir sind unglaublich befreundet. Also das ist eigentlich weder Vater-Sohn, sondern eigentlich eine ganz tiefe Freundschaft, die uns bindet. Und daher kommunizieren wir viel. Ich weiß sehr viel. Deswegen will ich auch relativ wenig erzählen, weil das sind seine Sachen. Ja, aber eine Beziehung zu seinem Sohn, nicht als Autoritätsperson, sondern als Freund aufzubauen. Welche Tipps würden Sie da geben, dass einem das gelingt? Ach, wissen Sie, das ist, glaube ich, ganz einfach. Man muss Kinder, und wenn sie noch so klein sind, sofort ernst nehmen. Man muss den Kindern, und wenn sie noch nicht mal sprechen können, das Gefühl geben, du bist mein Partner. Und das habe ich als Vater immer versucht. Ich war in vielen Dingen unerbittlich streng und habe aber dann gleichzeitig mit meinen Söhnen so viel unglaublichen Blödsinn gebaut und bin dazu auch heute noch fähig,
dass man da beides, ja, es ist halt ein ganz großes Vertrauensverhältnis und das ist was, ein großes Geschenk. Wurde das mit Ihnen auch so gemacht? Weil man ja sagt, also in der Erziehung ist es gar nicht so sehr, was die Eltern einem sagen, sondern was die Eltern einem vorleben. Ja, also zum Beispiel, ich habe ja in dem Gespräch schon ein paar Mal meinen Vater zitiert, der hat mich unglaublich geprägt in vielen positiven Dingen. Zum Beispiel für uns Kinder war es eine ganz tolle Sache. Mein Vater war ja Politiker und hat mal eine große Koalition mit eingerührt. Und wir durften als Kinder immer dabei sein, wenn große Politiker da waren. Und die Politiker haben meistens geschaut und gesagt, was haben denn da die Kinder zu suchen? Da hat mein Vater gesagt, auf die kann ich mich verlassen. Es ist Ruhe, die werden nie drüber reden. Wir durften auch nicht unterbrechen, aber wir durften dabei sein. Ob das der Strauß, nein, Strauß war nie da, ob das der Herbert Wehner war oder der junge Helmut Kohl. Oder der Heiner Geißler, erinnere ich mich, und Minister von damals, wenn die bei uns zu Hause waren, wir durften dabei sein, dadurch hat er uns ernst genommen. Können Sie sich noch an den Tag erinnern, als das jähe Ende Ihres Vaters in der Politik kam? Denn er hat ja dann auch ein abruptes Ende da gefunden. Nein, er ist ja gestorben. Also war er da politisch noch aktiv? Ja, bis zum Schluss. Und hatte nicht Probleme mit seiner eigenen Partei bekommen? Doch, aber vorher, lang vorher. Mein Vater, der Strauß, hat mal ein Parteiausschlussverfahren gegen meinen Vater eingeleitet. Also die waren, weiß alles andere als befreundet, haben sich aber dann später sehr geachtet gegenseitig, wie sie sich näher kennenlernten. Aber sie haben nicht jetzt direkt zusammengepasst, das würde ich schon so sagen. Merkt man das dann als Kind, wenn man seinen Vater... Ah ja, mein Vater hat nicht Politik gemacht, weil er, so wie ich jetzt als kleines Kind, immer Musiker werden wollte. Mein Vater ist eigentlich deswegen Politiker geworden, weil er die Nazi-Zeit erlebt hat und gesagt hat, man muss alles tun, damit das nie wieder passiert, so etwas, dass man es verhindern kann, Demokratie stärken. Und B, hat er immer für die Wiedervereinigung gekämpft. Ganz anders als Willy Brandt, aber das Ziel war das Gleiche. Und zwar deswegen auch, weil er gesagt hat, die Fopos drüben sind nicht anders wie die SS-Leute hier, wenn man solche Stiefel anhat und auch foltert. Und das ist, also da geht es halt um die Freiheiten. Das hat ihn bewegt. Von der Begabung her hätte mein Vater auch ganz andere Dinge machen können. Sie haben es eben angesprochen, dass also Sie schon immer gewusst haben, dass Sie in Richtung Musik gehen wollen. Nicht in Richtung, ich wollte Musiker werden. Sie wollten Musiker werden und Dirigent sind Sie dann jetzt geworden. Erst wollte ich Komponist werden und dann wegen nachgewiesenerweise Unfähigkeit als Aber Komponist. Jetzt international sehr anerkannt. Und wenn man Sie so sprechen hört über Politik und gerade das Thema Umwelt, dann scheint die Musik aber doch was Besonderes für Sie zu sein, wo Sie das alles sozusagen vergessen können, wo Sie in einer eigenen Welt leben dann? Schauen Sie, es gibt einen wunderbaren, wunderbaren Satz in der Bibel, über den ich oft nachgedacht habe. Im Alten Testament heißt es, und Gott machte den Menschen nach seinem Bild und Gleichnis. Und da habe ich oft drüber nachgedacht, was das heißt. Und da habe ich mir oft gedacht, das muss ja ein schrecklicher Gott sein, wenn ich die Menschen anschaue, und wir sollen so sein wie der. Das wäre ja... Was unterscheidet uns von den Tieren? Es gibt genau für mich zwei Dinge. Das eine ist die Möglichkeit, bedingungslos bis zur Selbstaufgabe zu lieben. Das können wir Menschen, die eine Seite. Und die andere ist, wir können Welten bauen. Also wir können selber kleine Schöpfer sein. Nicht ich, Sie weiß ich nicht, aber ein Michelangelo kann das, ein Bach konnte das, ein Goethe konnte das, Faust, was weiß ich, Matthäus Passion, Sixtinische Kapelle und so fort. Mhm. Und da können Sie als Musiker, als Dirigent, heute Nachmittag habe ich jetzt zum Beispiel Beethoven-Probe, da machen Sie die Partitur auf und es fängt an und Sie sind mit Ihren Getreuen, die da sitzen, in einer anderen Welt. Und dann überlegen Sie sich, wie gehe ich mit der Note um, was mache ich hier, was machen wir gemeinsam dort? Geht dieses Apokalyptische, weil dieses Wort, das fand ich so nach wie vor prägend, geht das dann auch in Ihre Musik über? Ah ja, schon. In den Stücken, die davon handeln, natürlich. Also ich mache jetzt im Februar hier in München Schostakowitsch, Babi Yar, diese grässliche Geschichte, wie da eine Handvoll oder zwei Handvoll SS-Leute 60.000 oder 50.000 Juden erschossen haben. Davon handelt diese Sinfonie.
Naja, wenn das nicht Apokalypse ist, dann weiß ich nicht was. Und dann will ich das natürlich auch so schwarz dirigieren. Und wir machen es auch bewusst auf Deutsch, dass die Leute verstehen, um was es geht. Damit man sich nicht zurücklädt und sagt, was das für eine schöne Musik ist, der Herr Schostakowitsch. Sondern ich glaube überhaupt, dass es ein bisschen gefährlich ist mit der Musik oder auch überhaupt der Kunst, dass es hier zu einem teuren, stets abrufbaren Konsumgut geworden ist. Dafür ist die große Kunst nie gemacht worden. Die große Musik ist immer Botschaftsträger, hat immer was zu erzählen. Und das sehe ich zum Beispiel auch als eine meiner, aber auch von anderen Kollegen, Aufgaben an, dass man mit den Menschen wieder sagt, denen sagt, wenn ihr ins Konzert geht, da bekommt ihr was fürs Leben, für euch selber, das ist sogar eine tiefe Verpflichtung, aus so einem Konzert was mitzunehmen. Verstehen Sie, das ist wie wenn man ein philosophisches Werk liest. Klar. Und sich nicht nur zurücklehnen und genießen und in der Pause von der Matthäus-Passion auch noch einen Shampoos trinken. Nicht? Also das. Sie haben gesagt, von den zu Gutenbergs wird man noch in den nächsten Jahren viel hören. Habe ich nicht gesagt, das ist mir in den Mund gelegt worden. Ist das Ihnen in den Mund gelegt worden? Habe ich nicht gesagt, ich weiß, statt in der Süddeutschen, das habe ich aber nicht gesagt. Dann Ich bin doch nicht verrückt. Ja, wieso? Das kann ja kann das ja gemeint gewesen sein. Okay, das haben Sie nicht gesagt. Ich bestehe darauf, dass ich das nicht gesagt habe. Okay, dann ich muss Sie zum Abschluss noch was zu Ihrem Sohn fragen. Aber ich frage Sie jetzt nicht, ob Sie glauben, dass Ihr Sohn deutscher Bundeskanzler werden wird. Ich würde Sie eher fragen wollen, wie oft Ihnen diese Frage gestellt wird und wie Sie persönlich damit umgehen. Wie oft mir oder ihm die Frage? Ihnen persönlich. Ja, ihm. Ihnen. Mir. Die sagen oft, ja, dein Bub wird sicher Bundeskanzler oder ihr Sohn wird sicher Bundeskanzler. Lieber Gott, um das geht's nicht. Das ist ja so schlimm, dass so viele Menschen in die Politik gehen, um Karriere zu machen. Man muss in die Politik gehen, um für seine Leute und für sein Land was zu tun. Und das ist dann scheißegal. Oh, Entschuldigung, völlig wurscht, in welcher Position. Verstehen Sie, es gibt ja auch. Mein Vater war bis fast ganz zum Schluss immer nur Abgeordneter. Der war überhaupt nicht einordnenbar. Und hat sich sehr beschränkt gefühlt, wie er dann im Kabinett war, weil er plötzlich Kabinettsdisziplin haben musste. Um das geht's doch nicht, um Gottes Willen. Herr zu Gutenberg, ich glaube, dass man nur mit dieser Einstellung Bundeskanzler werden kann. Lassen wir das mal so hingestellt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. War auch interessant. Vielen Dank. Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen. Menschen in München wurde Ihnen präsentiert von der Legend Akademie.